Morgen, Freunde. Ich bin in Sri Lanka. Bin um ziemlich genau Mitternacht gelandet. Jetzt haben wir es 8 Uhr. Hab jetzt hier 8 Stunden am Flughafen verbracht, weil der Gerrit ja kommt. Auf den warte ich die ganze Zeit. Und es ist mega schwül. Auch schon mega warm um 8 Uhr. Die Taxifahrer gehen mir auch auf den Sack die ganze Zeit. Irgendwie kommen alle 5 Minuten kommt immer der gleiche um die Ecke, nachdem 9 andere vorher gekommen sind. Und ich frage mal nach Taxi und nerven mich einfach hier. Und jetzt will ich halt ein Schild basteln. So ein Abholschild, wie die meisten so am Flughafen immer so haben, so Obermann und so. Ne? Das bastel ich gleich hier. Und damit will ich dann den Empfang nehmen. Und dann nehmen wir uns, glaube ich, ein Uber. Erstmal nach Colombo rein, in die Hauptstadt. Und von da aus suchen wir uns einen Bus nach Dambulla. So, jetzt habe ich mein Schild gemalt, dem ich gleich abhole. Und dann noch ein extra Schild. Aber ich glaube, ich schwärze das. Morgen, Freunde. Hinter mir ist gerade so eine Zeremonie gewesen. Und der Gerrit mag es nicht so auf Videos zu sein. Den habe ich gestern am Flughafen abgeholt mit dem Schild. Gestern haben wir eigentlich gar nichts mehr gemacht. Wir sind noch 4 Stunden Bus gefahren von Colombo nach Dambulla. Das war auch sehr anstrengend im Localbus. Ja, und dann haben wir eigentlich gar nicht mehr viel gemacht. Haben nur noch was gefuttert und sind, glaube ich, schon 8, 9 sind wir schon schlafen gegangen bis um 7. Und jetzt sind wir halt bei diesem Höhlentempel in Dambulla. Das schauen wir uns mal zusammen an. Gerrit, ja. Guck mal in die Kamera. Nach dem Tempel sind wir ein bisschen frühstücken gegangen erstmal, haben so ein kleines Buffet gegönnt für, ich glaube, 2,5 Euro pro Person, pro Nase. Und dann haben wir uns ein Tuk-Tuk gesucht, sind Richtung Sigi, irgendwas. Da ist auf jeden Fall der Lion Rock. Und es gibt so Momente, da hasse ich einfach mein Leben und das alle anderen. Vor allen Dingen, wenn der Gerrit will, dass wir 2500 Stufen hochlaufen. Und das ist dann so ein Moment, wo ich dann halt, ohne, wie gesagt, jammern. Was? Ohne Jammern. Mit Jammern, sagt er, wo ich einfach alles hasse gerade. Und das ist gerade wieder so ein Punkt. Wir sind jetzt von da hinten schon bis hier hoch. Wir müssen jetzt noch hier den Weg lang, dann geht es eine Wendeltreppe hoch, dann geht es hier rum und immer weiter, immer weiter. Das wird ein Spaß. So, gestern haben wir ja an dem Lion Rock und habt auch gar nichts aufgenommen. Die Aussicht war ja okay, aber es war jetzt auch nicht spektakulär, 2500 Stufen. Hat man hinterher ganz schön gemerkt. Das Dumme ist, man kann natürlich auch noch 5000 Stufen machen, wenn man einfach eine Wendeltreppe hochgeht. 1 Meter rüber geht und dann diese ganze Wendeltreppe wieder runter geht, anstatt unten einfach diesen 1 Meter durchzugehen, kann man daraus natürlich 2500 Stufen machen. Die Idioten. Die jagen nämlich die Wendeltreppe hoch und wieder runter. Für nix. Und ja, dann sind wir auch heim, haben nichts mehr gemacht, sind abends wieder mal essen gegangen. Und heute, wir sind schon aus dem Hotel ausgecheckt, haben unsere Sachen da gelassen und machen heute eine Safari. Hier ist unser Jeep. Wir sind auch nur zu zweit, also in unserem Jeep. Und ja, Elefanten, vielleicht ein paar Jaguars oder keine Ahnung, was hier noch alles so an Tieren gibt. Hoffen wir zu sehen.
glaube, das wird ganz cool. Der Gerrit ist gerade noch, kommt gerade auf die Toilette gewesen und dann geht's auch schon los. Safari fertig, haben wir unsere Sachen geholt im Hotel und warten jetzt auf den Bus nach Kandy. Kandy, keine Ahnung. Und dann haben wir was ganz Cooles, glaube ich, da gemietet. Oder wir hoffen, dass es cool ist. Das sah zumindest gut aus im Internet. Mal schauen, wie es wird. Und hallo. Er hilft uns jetzt noch, einen Bus zu finden. Wir müssen jetzt hier warten, bis da einer mal aufkreuzt und dann jetzt glaube ich 2 Stunden bis nach Kandy. Kandy oder Kandy? Kandy. Yes. So, Freunde, wir sind in Kandy angekommen, gestern Abend um 9 oder sowas. Sind dann nach einer sehr schweren Busfahrt sind wir dann hier erstmal eingecheckt und hatten auch dann Probleme mit unserem Hostel-Owner. Hotel-Owner. Ich war echt der Meinung, also er ist der Meinung, wir hätten nur das gebucht hier. Ja. Weil das sowieso ein öffentlicher Bereich ist. Dem hier. Und da hinten ist noch so eine Küche. Und ich war der Meinung, ich habe das komplett alles gebucht. 3 Schlafzimmer mit Küche, allen drum und dran, für 10 Euro pro Person die Nacht. Und ja, da Booking ja auch immer so sehr kundenfreundlich ist, was die E-Mails angeht, da seid ihr auch richtige Pfeifen Booking. Kriege ich das jetzt nicht raus genau, wie viele Schlafzimmer ich gebucht hatte, beziehungsweise wie ich es genau gebucht hatte, weil unter der Booking-App kann man das auch nicht so richtig rausfinden. Und jetzt ziehen wir uns an oder machen uns fertig, gehen da schnell in den Mall, was frühstücken und noch 1-2 Sachen vielleicht besorgen. Dann wollen wir uns den Buddha-Tempel angucken, wo es einen Zahn vom Buddha gibt, dann den Königspalast hier. Noch irgendwas und einen Markt. Dann reisen wir morgen schon weiter wieder. Wir haben ein recht straffes Programm, da der Gerrit ja nur 2 Wochen Zeit hat. Und wir noch runter an den Strand wollen in den Süden. Würde ich sagen, los geht's.
So, Freunde, wir waren ja in diesem Königspalast, was eigentlich der Buddha-Tempel war, glaube ich, wo dieser Zahn von Buddha war. Sind da kurz rumgelaufen, aber uns hat es am Ende doch nicht gefallen, weil dann überall die Elefanten angekettet waren. Und dann sind wir auch heim, haben uns da ein bisschen zu Hause hingechillt. Und jetzt sind wir wieder in der Stadt, haben gerade gegessen, gehen jetzt zu so einem Festival und schauen uns hier so ein Festival an, das ist ganz zufällig. Zeige euch das mal kurz da hinten. Da brennt schon überall Fackeln und sowas. Mal gucken, wie weit wir da rankommen und uns das anschauen können.